Ich dachte eigentlich, es wäre mehr. Natürlich, Vögel greift mich an. Ach, ich wollte doch ein Upgrade für meinen Bohrer machen. Aber vorerst werde ich hier diese Rohstoffe rausholen. Weil normalerweise müsste es technisch möglich sein. Wollen wir mal beamen. Warte, ich muss noch mal gucken. Ich weiß es nämlich nicht. Auf jeden Fall kommt nach Silber Gold. Hier war das nicht. War das hier? Da war's. Ja, jetzt fehlen mir so wenig Pixel, dass es einfach unbeschreiblich ist. So, das reicht schon. Ah, falscher Tisch. Gold. So, jetzt haben wir den auf Gold umgerüstet. Sieht auch ein bisschen goldiger aus. Und der dürfte auch wieder ein bisschen schneller sein. Was eigentlich sowieso so ein bisschen eine Frechheit ist. Der hat nicht schneller zu sein. Ja doch, eigentlich schon. Das wäre ja sonst schlimm. Mal gucken. Naja. Hier komme ich jetzt auch nicht wirklich besser durch. Das ist sowieso so die Starbound-Logik, ne? Baust du das Ding aus, hast du eigentlich immer so das Gefühl, dass es schneller wird, aber in Wirklichkeit ist es noch genauso schnell. Aber das ist die Starbound-Logik. Da kann ich leider nichts für. Da unten ist ein Goldvorkommen. Ich muss mir das hier mal zumachen, dass ich noch reinfalle. Das wäre ja wirklich ungünstig. So. Da unten gibt es noch irgendwas. Das sieht aber mehr aus wie Kupfer. Oder ist das auch wieder Gold? Ich glaube, es gibt das Kupfer schon gar nicht mehr. Ansonsten, es gibt hier nur noch Gold. Das ist jetzt das niedrigste Erz, was es auf diesem Planeten hier gibt. Habe ich so das Gefühl, so langsam. Na. Na los, komm her. Na, 10 Pixel. Wow. Astrein. So, ich werde jetzt auch gleich eine Aufnahmepause machen, weil so langsam meldet sich mein Magen, er hat Hunger. Ich muss ja so langsam auch mal frühstücken, das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Weil ich halt die volle Motivation ausnutzen wollte. Bis was ist denn hier los? Wow, Hilfe! Hau ab! Ich gehe mal lieber weiter in die Richtung hier. Wow, da ist nur eine von diesen Erzen drin. Das ist eine sehr geringe Ausbeute. Und Gold kann ich nicht die ganze Zeit mitnehmen. Mann, da oben, da oben. Hier. Einmal, uah. Sag mal, bist du denn bescheuert? Bist du denn bescheuert? Wie kannst du mich nur angreifen? Boah, diese Vögel haben heutzutage keinen Respekt mehr vor einem. Also. Wirklich, das ist ja furchtbar erregend. Ich hoffe, ich kann das Tech-Upgrade jetzt machen. Ich hoffe, ich kann es machen. Dann werden wir uns das noch kurz angucken. Und dann werde ich eine Aufnahmepause machen. Ich habe ja im Prinzip meine Ziele erreicht, die ich heute erreichen wollte. Und zwar, dass wir halt diesen Wackelpudding da besiegen. Und dass wir... Ja, was haben wir noch? Und wir haben den Sektor X jetzt endlich besucht. Ganz großer Vorteil. Hey, komm her. So. Jetzt hier weiter bohren. Zack, 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 zack. Plop, 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 plop. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr als genug, hoffe ich. Aber da ist noch ein Diamant. Den hole ich mir jetzt noch. Und da unten ist sogar noch so mehr von diesem Zeug. Wahrscheinlich werden sich die... Was? Da war eine Kiste? Okay. Ist jetzt nicht gerade so das Stärkste, was ich gefunden habe. Da hatten wir vorhin was Stärkeres gefunden. Und zwar diesen Hammer hier. Dieses Zeug brauche ich. Das ist ganz wichtig. Zum Überleben. Wahrscheinlich können wir dann mit dem nächsten Tech-Upgrade dann auch irgendwie eine Rüstung daraus bauen.
Die Diamantrüstung wird höchstwahrscheinlich ganz zum Schluss kommen. So wie ich Starbound kenne. Wenn wir sie eigentlich gar nicht mehr brauchen, weißt du? Nein! Da oben ist ganz viel Uran. Oder wir müssen eine Uranrüstung machen, damit wir auch ja impotent werden. Weißt du, die ganze Strahlung, die ist ja Kern, die ist ja richtig gesund eigentlich. Vom Uran. Ach, er kommt da durch. Natürlich. Warum auch nicht? Hm, Zellmaterialien hat er verloren. So, jetzt haben wir das und jetzt beam ich mich wieder hoch. So. Los, beamen! Jetzt dürften wir auf jeden Fall genug haben. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir zu wenig haben. Ach, da oben hat das hingepackt. Ich habe ja schon Angst gekriegt. Los, los. Ich möchte, dass ich 30, 40 habe. Oh nee, das reicht nicht. Oh nee. Los. Ja, doch, es reicht. Oh, das reicht gerade so. Ich bin ja begeistert. Ich bin begeistert, begeistert, begeistert. So, nächstes Tech-Upgrade. Mal gucken, was jetzt passiert. What? New Blueprint have unlocked. Ja. Ach so, nächstes Tech-Upgrade ist Ferrosium-Bar. Ja, was habe ich jetzt gekriegt? Hier, gucke, ich habe es doch gesagt. Jetzt gibt es eine Rüstung davon. Alte Sau. Die kostet noch nicht mal irgendwelche Pixel. Die hat aber mal... Oh, oder hier. Hui. Die sieht ja mal cool aus. Hier mit diesem Helm. Das hier sieht eher aus wie so eine Armeerüstung. Die hat 39, die hat 54. Wie mache ich ein Ferrosium-Bar? Ah, und es gibt neue... Oh, ich... Alter! Wenn ich hier so nach... Ich bin gerade nach hinten gekippt. Ich glaube, jetzt müssen wir auf den nächsten Planeten. Alter. Ich krieg ja noch zu viel. Wenn ihr das... Also, nee. Wie kann ich ein Ferrosium-Bar machen? Da ist es. Mit diesem Angstenbar. Es ist ja voll einfach zu machen eigentlich. Ja, dann würde ich doch eher diese Ferrosium-Bars machen, als ich jetzt andere... hier diese anderen Rüstungen mache. Wahnsinn. Also wir werden auf jeden Fall auf diesem Planeten noch bleiben. Ey, das macht gerade richtig Spaß. Ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber ich muss irgendwann auch mal aufhören. Weil ich muss auch mal was mampfen. Und die Hammer, die sehen jetzt irgendwie alle gleich aus, nur dass die irgendwie eine andere Farbe dann haben. 320 zieht das Ding ab. Und das Ding hier liegt bei 264 und der ist auch wieder ein bisschen schneller unterwegs in seinem Leben. Alter. Da fällt mir nichts Besseres zu ein, außer dieses Wort. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Auf jeden Fall bin ich begeistert. Und dieses Upgrade hier, das muss ich irgendwie jetzt hier in die Kiste packen. Was ich irgendwie total kacke finde. Warte, das packen wir da oben in die Kiste. Und hier haben wir noch eine Gitarre gefunden. Boah. So, ja, jetzt haben wir endlich mal... Jetzt sind wir auch rum erstmal mit dieser Aufnahmesession. Ich bin so begeistert. Ey, ich möchte mal gerne so ein bisschen von euch wissen, wie euch das jetzt gerade gefällt, dass wir jetzt hier wirklich die ganzen Tech-Upgrades machen. Ich finde es sehr spannend, also wirklich. Ich finde das so spannend, also so lange habe ich Starbound schon nicht mehr als spannend empfunden. Und heute ist es wieder geplatzt, sage ich mal, der Knoten. Weil jetzt auf einmal ist es so spannend, dass ich eigentlich gar nicht mehr aufhören möchte. Boah. Es ist aber auch atemberaubend, was es hier nicht alles gibt. Jetzt muss ich Ferrosium-Bars machen. Naja, ich bin ja mal gespannt, wo das Ganze noch hinführen wird. Und ich räume jetzt hier noch mein Inventar auf.
damit wir beim nächsten Mal durchstarten können, weil wir haben so viel schönes Kram, was wir nie brauchen werden, im Inventar. Das kommt hier noch rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Obsidian kommt weg, Obsidian kommt weg, Saplings kommen weg, Eis kommt weg, Schnee kommt weg, Eis, nee, Slush kommt weg, Ash kommt weg, ne, den Dirt lasse ich mal, ich pack den Dirt weg, Cobblestone packe ich jetzt auch, ne, hätte ich nicht wegpacken dürfen, scheiße, naja gut, zu spät, das kommt weg, das Teil hier, das packe ich mal, obwohl ich muss den mitschleppen, da kommt, führt kein Weg dran vorbei, habe ich denn eigentlich wieder ein Tech-Upgrade, nein, also so ein Tech, dass man fliegen kann oder was auch immer, habe ich nicht irgendwie. Aber diese hier, diese Rüstung kann ich mir eigentlich schenken, wenn ich mir die hier machen kann. Mal ganz im Ernst, die bringt 36 schon für die Füße alleine, für den Kopf bringt die 54 und 90 für die Rüstung. Wenn ich mir das hier angucke, ist das echt wenig. Dagegen, boah, da können wir dann glaube ich auch auf Planet Level 10 gehen. Wenn wir das erstmal haben. Eieiei. Und das Tech-Upgrade, da brauchen wir ja auch. Das wäre ja dann... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dieses hier. Wenn wir das gemacht haben, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann vielleicht Diamantrüstung machen können. Oder es wird sich noch weiter verschieben. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Endgegner. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das wäre dann ja sozusagen der letzte Endgegner, bis das Spiel also geschafft ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie wir jetzt hier noch weiterverfahren würden. Hier steht jetzt auch Unlock the was? Ability to work with Ceruleum and or found on Level 7 Plants. Das ist also, dass wir da dann auch überleben können wahrscheinlich. Zumindest finden wir da Ceruleum dann. Das heißt das hier. Dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas mit Ceruleum machen. Und dann wird es das nächste Upgrade geben mit Level 8, Level 9 und Level 10 dann noch. Ich gehe mal davon aus, dass es so, sich so beziehen wird. Und dann werden wir halt, ja, mal schauen, wann wir mit Starbound dann endgültig fertig sind. Aber wir sind ja jetzt so weit schon gekommen, heute zumindest, dass wir nächstes Mal halt dann mit diesen Tech-Upgrades weitermachen können. Und ja, bis dahin würde ich dann erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, tschüss und ciao. Willkommen, willkommen, willkommen zurück bei Starbound. Ja, es geht endlich wieder weiter in einem unendlichen Universum. Und ja, letztes Mal, wir haben uns die Bohrer gebaut. Yay, wir haben einen Goldbohrer. Und wir müssen auch noch etliches machen. Wir müssen uns hier noch ein bisschen weiter voranschreiten. Ich weiß, dass wir letztes Mal stehen geblieben sind bei... Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Gute Frage. Ach so, ich möchte ja... Was möchte ich denn machen? Achso, dieses Ferisium-Bar brauche ich ja jetzt. Und das kann ich nur machen, wenn ich... Da. Ich brauche diese die Salt-Bars. Ich brauche, glaube ich, ein paar, um dieses Tech-Upgrade zu machen. Ich weiß gar nicht mehr, wo dieses Upgrade zu machen war. Hier nicht. Das war ja bestimmt bei dem Tisch. Da. Da oben. Wir brauchen 40 Stück davon. Das heißt also, wir haben einen ganz großen Weg vor uns. Und wir müssen natürlich hier auch noch die Waffen alle upgraden. Und hast du nicht gesehen? Das wird noch richtig, richtig lustig. Würde ich mal behaupten. Wir haben halt was ganz Großes vor. Und hey! Ja, jetzt werde ich auch Zeiten festlegen, wann Starbound kommt. Habe ich ja vorher auch schon. Aber es ist mindestens einmal in der Woche, wo es dann halt ausfallen wird. Weil aus Zeitgründen muss ich das leider so machen. Habe ich ja bei Mafia 2 jetzt auch nicht anders gemacht. Das kommt halt immer... Mafia 2 kommt ja von Montag bis Freitag. Und hier bei Starbound wird es halt so sein, es wird immer einen Tag in der Woche geben, wo halt eine Folge nicht kommen wird. Das werde ich auch später bei Minecraft versuchen durchzusetzen. Aber das wird halt noch ein bisschen beanspruchen. Ich habe da auch schon viele, viele Kommentare bekommen, was ich denn Let's Playen könnte von Minecraft. Oh Mann. Einer möchte, dass ich erst was Attack of the B-Team, dann war's. Jetzt ist es plötzlich Tacket.
Ich tu mir da ja auch, ich tu mir das auch nicht wirklich einfach machen mit der Auswahl des Minecraft-Let's Plays. Aber dadurch, dass ich halt ein ganz spezielles Lieblings-Modpack momentan habe, das ist Direwolf 20 nun mal. Und das spiele ich halt, wenn ich nicht auf dem Server spiele. Weil wenn ich auf dem Server, weil wir haben ja diesen Server, da spiele ich halt Tech It Light. Da wurde mir halt deswegen auch vorgeschlagen, dass ich Tech It Light Let's Play machen sollte. Aber ich möchte lieber Direwolf machen. Bei Direwolf ist der große Vorteil, es sind eigentlich alle die Mods, fast alle Mods drin, wie bei Tech It. Nur, dass da so ein paar Sachen fehlen, wie zum Beispiel Red Power. Ich meine, das kann man verkraften, das Ganze, dass es fehlt. Aber wir haben, werden da sowieso so viel Spaß noch miterleben. Also ich glaube, das wird klasse. Aber jetzt deswegen müssen wir eigentlich mal einen Zahn zulegen, dass wir Starbound irgendwie noch besiegen hier. Ja! Nein, ich will nicht verbrennen. Danke, scheiß Monster. Na toll. Jetzt sind wieder die Pixel flöten gegangen. Das ist eigentlich egal. So, ich fliege jetzt mal. Boah. Und man glaubt eigentlich auch gar nicht, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Ja, ich weiß. Starbound ist seit einem Tag wieder ausgefallen. Ist mir auch klar. Aber ich muss auch irgendwie ein bisschen außerhalb des Let's Plays noch irgendwie aktiv sein. Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Wow. Alter, zwei Schläge? Was ist denn jetzt auf einmal kaputt? Warum bin ich denn so schlecht? Ich glaube, ich sollte lieber nichts erzählen, was ich so privat spiele. Nee, wenn ich mal so ein bisschen Zeit finde, auch wenn es nur mein Stündchen ist, dann spiele ich momentan relativ viel Sims. Weißt du, das ist irgendwie so ein Kindheitsspiel. Ich habe mal den ersten Teil ausgekramt. Ich dachte, meine Fresse, das hast du ja schon lange nicht mehr gespielt. Eigentlich könntest du das ja mal wieder machen. Und solche Sachen. Und ich muss feststellen, oder musste feststellen, dass Sims, also wirklich das erste Sims, was jemals rauskam, viel komplizierter ist als Sims 2, Sims 3 und alle zusammen. Also, schon alleine, dass du da jeden Tag arbeiten musst, ist das Schlimmste. Oh, mein Bogen, der bringt gegen die Viecher gar nichts mehr. Hier ist einfach zu wenig Schwerkraft. Das ist mein Problem. Deswegen habe ich auch diese Probleme zu überleben. Sollten wir vielleicht doch einen anderen Planeten noch suchen? Wo ich ein paar mehr Fähigkeiten habe. Alter. Diese Rüstung hier. Die frisst ganz schön viel an Bandagen. Nein! Nein! Boah. Nein, nicht Vogel. Du greifst mich nicht an. Du auch nicht. Oh, Alter, das war knapp. Ja, fall in die Lava. Los, fall in die Lava. So, sei so doof und spring rein. Es ist leider nicht so doof. Ja, toll. Die Pixel, das hätte jetzt nicht reinfallen dürfen. Ah, schön. Da freut sich mein Herz wieder. Das ist einfach hier, die Pixel in die Lava fallen. Da komme ich leider auch nicht dran. Das ist mein Problem. Oh, da unten ist gerade ein Monster verbrannt. Was auch immer das für eins ist. Diamanten! Es ist ja nicht so, als ob wir nicht schon genug hätten. Wir müssen also diese Ferririus-Bars machen. Die gibt es auch bei Minecraft Direwolf 20. Ich weiß gar nicht mehr, was man daraus craften konnte. Ich weiß nur, dass ich die für irgendwas brauchte. Aber für was weiß ich leider nicht. Hm. Na gut, also ich kann ja schon mal so viel verraten. Also Minecraft wird wirklich das Community-lastigste Let's Play, was ich glaube ich kenne. Keine Ahnung, weil... Wenn ihr Themen habt, werde ich die da natürlich ansprechen. Bei Minecraft kann man sich etwas besser vorbereiten. Ich meine, hier Starbound ist jetzt nicht wirklich das, das Spiel, wo eigentlich sowas angesprochen werden kann. Das ist eher Minecraft. Minecraft steht für innovatives und ausschlaggebendes Let's Play. Keine Ahnung.
Durch Minecraft sind ja die Let's Player, die wir heute kennen, erst richtig berühmt mit geworden. Weil das ist halt das einzige Spiel, wo du wirklich quatschen kannst, bis der Arzt kommt. Bei Starbound klärt das leider nicht so. Und vor allen Dingen ist Minecraft trotz allem, dass es schon so... Es ist ja mittlerweile, glaube ich, 3 Jahre alt oder 4. Oh mein, ich weiß es gar nicht. Es kam irgendwann raus. Ich weiß nur, dass es vorher auf meinem alten PC noch lief. Nur dann kamen halt irgendwann die neueren Versionen. Dann hat es plötzlich gestottert wie Sau. Ja, kaum wurde Minecraft etwas, ich sag mal, ausschlaggebender. Schon lief es nicht mehr anständig. Aber was die da auch alles reingepackt haben. Ach so, hier war ich ja schon mal. Stimmt. Deswegen sind da überall die Löcher. Ich habe mich schon gewundert. Nein, ich will da hoch. Ja, genau. Da, gucke mal da. Da gibt es ganz viel. Aber das reicht trotzdem nicht für 40. Wir müssen ungefähr 80 von diesem Ferririus, Eggisaltor kriegen, damit wir das nächste Tech-Upgrade machen können. Ach so, ich wurde letztes Mal darauf angesprochen. Warst du irgendwie krank, Terrador, in der letzten Folge? Oder besser gesagt, in der letzten Aufnahme? Da kann ich eigentlich nur zu sagen, nein, ich war nicht krank. Es könnte damit zusammenliegen, weil ich wirklich früher aufgestanden bin als sonst. Weil meine Nase ist dann meistens immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein wenig voll. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Jedenfalls jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist meine Nase immer dicht. Könnte jetzt auch damit zusammenliegen, weil jetzt wieder langsam diese Heuschnupfenzeit losgeht. Ich bin leider Allergiker. Also ich wünsche euch das wirklich nicht. Und wenn ihr irgendwen kennt, der Allergiker ist, dann seid wirklich zahm zu dem, weil denen geht es meistens wirklich dreckig. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung, weil... Wenn das richtig schlimm wird mit dem Heuschnupfen, dann... Das fühlt sich schlimmer an als eine Erkältung, muss ich euch sagen. Also wenn ihr irgendeinen Allergiker kennt und der, ich sage mal... Der fühlt sich nicht gut oder so, dann müsst ihr dem das glauben, weil Allergiker haben es wirklich nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn die dann so was gegen wie die Gräserpollen allergisch sind. Das sind die schlimmsten Pollen, die es gibt. Also in meinen Augen, weil ich selber da auch gegen leider allergisch bin. Und die blühen ja jetzt im Frühling noch nicht. Also ich merke im Moment noch nicht viel, weil das geht ja jetzt erst alles los wieder. Die Frühblüher sind zum Glück nicht so mein Fall. Aber wenn es dann erstmal losgeht, dann blüht ja das Gras eine ganz, ganz lange Zeit. Und das braucht echt lange, bis das weg ist. Und wirklich, wenn ihr irgendwen kennt, dann ermutigt den irgendwie. Weil die sehen meistens richtig schrecklich aus. Weil es gab schon mal Sommer, da konnte ich gar nicht aus den Augen gucken. Und stand dann beim Kunden und dann hat die Nase gelaufen. Also das ist ein bisschen ekelhaft, muss ich dann ehrlich zugeben. Aber man kann ja selber nichts dazu. Oh, oh. Tja, und ich habe eigentlich auch wieder so ein paar Geschichten zu erzählen, weil mir ist heute was ganz Beschissenes passiert. Eigentlich auch wieder total bekloppt, was ich da gemacht habe. Es ist auch irgendwie lustig. Vor allem aus der Erzählung her habe ich es gemerkt, dass man es irgendwie lustig machen kann, lustig verpacken kann. Ich bin heute, das ist noch gar nicht so lange her, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ist das jetzt vielleicht gerade mal so 2 Stunden fast her. Da bin ich mit dem Firmenauto zur Waschanlage gefahren. Aber mehr dazu, wenn ich dieses Monster da besiegt habe. Oder es mich gekillt hat. Scheiße, ich habe das gutartige Monster getroffen, deswegen war ich tot. Weißt du, ich kann nie Geschichten erzählen, weil dann werde ich immer gleich sterben. Uran? Ich mache gerade Uranstäbe. Was kann ich denn... Warte mal, brauche ich vielleicht Uran, um die nächste Stufe auszubauen? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Na los, ein bisschen schneller bitte. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ach, da oben habe ich das gelagert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich das ganze Zeug hinpacken soll. Einfach zu viel schönes Zeug. Ich muss auch noch mal ein bisschen Fleisch einschmelzen. Einschmelzen vor allem. Eher verbrennen, dass es kohlrabenschwarz wird. Ja, Fleisch einschmelzen. Eher wenn du es in Lava schmeißt, dann schmilzt es. Aber vorher auch nicht. Ich habe 16 Stück.
Das ist immer noch zu wenig. Dann gehen wir jetzt nochmal runter auf den Planeten. Wenn wir jetzt hier nochmal sterben sollten, dann suchen wir uns mal einen anderen Planeten. Weil wir haben ja hier schon ziemlich viel jetzt erkundet.